Der bekannteste Glücksbote aus dem Tierreich ist das Schwein. Es gilt in vielen Ländern und Kulturen als Talisman und wurde schon der griechischen Göttin Demeter als Opfergabe gebracht. Es gibt verschiedene Ansätze, warum ausgerechnet das Schwein zum Symbol für Glück und Reichtum wurde. Vermutlich leitet sich die Redensart "Da hast du aber Schwein gehabt" aus dem bäuerlichen Umfeld ab. Die deutschen Bauern wurden über Jahrhunderte unterdrückt. Wer jedoch ein Schwein hatte, der hatte Glück, denn ein Schwein konnte die ganze Familie durch den Winter bringen. Aus dem Fleisch wurde Schinken, Schmalz und Speck gewonnen. Wer morgens Brot hatte und Speck dazu, der hatte Glück, denn er hatte ja ein Schwein gehabt. So hat sich das Schwein als Glücksbote etabliert. Doch neben ihm gibt es zahlreiche andere Tiere, denen man glücksbringende Fähigkeiten zuspricht. Tiere, von denen wir es nicht erwarten. Zum Beispiel die Fledermaus. Vor allem ihr Aussehen und ihre ungewöhnlichen Lebensgewohnheiten ließen Menschen zahlreiche Schauergeschichten erfinden. Man konnte sich diese Mäuse mit Flügeln einfach nicht erklären. Hier in Europa sind die Fledermäuse, werden sie als gruselig, als Vampire bezeichnet. Fledermäuse sind auch in einigen Regionen Glücksbringer, wie zum Beispiel in Indien, werden sie in vielen Motiven dargestellt als Glücksbringer, aber auch in China. In westlichen Ländern ist die Fledermaus seit der Antike überwiegend negativ vorbelastet. Ihr wurde nachgesagt, in Verbindung mit dem Teufel zu stehen. In Asien helfen Fledermäuse hingegen bei der Abwehr des Bösen. Ihr Name ist im Chinesischen aus zwei Schriftzeichen zusammengesetzt, wobei der erste Teil des Wortes für Fledermaus Glück bedeutet. Eine Glücksmaus quasi. In alten chinesischen Büchern steht geschrieben, die Fledermaus sei ein Heilmittel und könne das Leben verlängern, sowie kindliche Epilepsie heilen. Klein und knallrot ist unser nächster Glücksbote, der Marienkäfer. Ein Sympathieträger für Jung und Alt. Sie sind Himmelsboten der Gottesmutter Maria. Von ihr erhielt der kleine Käfer auch seinen Namen. Er ist Symbol für Glück und unermüdlichen Fleiß. 150 Blattläuse vertilgt der Nützling am Tag. Laut Aberglaube beschützt er Kinder und heilt die Kranken, wenn er ihnen zufliegt. Niemals, so heißt es, soll man das Tier abschütteln oder gar töten, denn das bringt Unglück.